Nervositäten vor dem Anstoß warten. Herzlich willkommen, ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator, und neben mir ist Hansi Küpper, der das Spiel analysieren wird. Hallo, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein richtig unterhaltsames Spiel. Und erneut Einwurf. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Sie schlagen ihn nach vorn. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Nach draußen gespielt. Er bringt das Ding. Anspielstationen gab es da genug, aber die Flanke war einfach zu schlecht. Ob den jemand bekommt? Und sie bekommen hier den Freistoß. Vollkommen richtige Entscheidung, das ist eine gelbe Karte. Oh je, das tut schon beim Hingucken weh. Die Spieler versammeln sich und gucken, ob alles in Ordnung ist. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Aufs lange Eck zirkelt. Bitte einmal eine Fahrkarte lösen. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Und sie bekommen hier den Freistoß. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Dampf dahinter. Hier geht es gleich ganz gut zur Sache. Eine Mannschaft hat sich schon die erste Chance rausgespielt. Und der kommt durch. Das sieht gut aus. Der ist schön durchgekommen. Er bringt die Flanke. Yanga Biwa. Jetzt aber. Der ist drin. Einfach und haltbar. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Sie haben das Tor gemacht. Jetzt müssen Sie einfach versuchen, den Gegner zu dominieren und Ihr Spiel durchzubringen. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Ein sehr vielversprechender Vorstoß auf der rechten Seite. Riesenmöglichkeit! Da muss er schneller reagieren. In dieser Situation war doch das... Der ist drin! Super! Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür.
Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet, er hat nachgesetzt. Er macht das Ding rein. So, 2-0 jetzt also. Also da lege ich mich mal fest, um das Ding hier noch zu verspielen, da müssten sie schon eine Menge falsch machen in den letzten Minuten. Durch die Abwehr. Er versucht ihn da durchzuspielen. Da kriegt er den Ball. Er zieht in Richtung Tor. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die einzige Option. Ein langer Ball nach vorn. Sauber verteidigt. Er schlägt ihn nach vorne. Versucht die Gasse zu finden. Er versucht. Das ist ein Foul. Wenig überraschend, dass es dafür die gelbe Karte gibt. Der Ball kommt durch. Es war ein Foul, gar keine Frage. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Es bleibt beim Versuch. Sie kommen mit dem Ball nicht weiter nach vorn. Was man ihnen hier vielleicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität. Der Spielzug verläuft im Sand. Guter Einsatz auf der rechten Seite. Mal sehen, wie es weitergeht. Flanke. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Also da lege ich mich fest, wenn sie jetzt noch ein Tor kassieren, dann heißt das Game Over. Ich bin gespannt, wie sie die zweite Hälfte angehen. Er steckt ihn durch. Wieder mal richtig gut verteidigt. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ab in die Spitze. Der sieht gut aus. Ja, warum denn nicht? Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon... Und sie bekommen hier den Freistoß. Klare Sache, das muss Geld geben. Schätze, er hat bei dem Tackling was abbekommen. Überhaupt keine Frage. Wenn einer den Ball erobern will, dann muss er auch mal richtig zur Sache gehen. Aber der hier hatte nie die Möglichkeit, auch nur ansatzweise an die Kugel zu kommen. Janga Mbiva hat ja bereits in dieser Partie getroffen. Und rüber auf den Flügel.
Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Er versucht ihn da durchzuspielen. Perfekt antizipiert. Da sucht er seine Vordermänner. Da treibt er den Ball weit vor. Raus auf die Flanke. Und die Hereingabe. Sensationell reagiert. Gute Aktion des Torwarts. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Guter Lauf mit dem Ball. Können Sie was draus machen? Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Sie waren doch in der Überzahl, aber Sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Der Ball ist links draußen. Bin mal gespannt. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Und er probiert's. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Wieder aus, wieder Einwurf. Und direkt in die Sturmspitze. Jetzt der Abschluss. Hier hätten sie das 3:0 wirklich machen müssen. Also spätestens jetzt greift die alte Fußballphrase. Wenn sich das mal nicht rächt. Janga Biwa gewinnt den Ball für sein Team zurück. Weit nach vorn gespielt. Versucht die Gasse zu finden. Es sieht gut aus. Er sitzt! So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Damit brauchen sie nur noch eins. Eigentlich waren sie doch schon mausetot und jetzt sind sie sozusagen wieder aus der Kiste gekrabbelt. Die Hoffnung ist wieder da. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Janga Biwa. Auch wenn ihnen nicht mehr viel einfällt, irgendwas müssen sie tun. Schauen Sie auf den Trainer an der Seitenlinie. Er sagt seinen Jungs, ihr müsst weitermachen. Immer weitermachen. Janga Biwa. Ab auf die linke Seite. Starker Ball. Hält er drauf? Er
versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Ein Freistoß aus einer aussichtsreichen Position. Der Countdown läuft. Und er ist immer noch am Ball. Und sie bekommen hier den Freistoß. Vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Das war seine zweite Verwarnung im Spiel und damit muss er runter. Sieht so aus, als hätte er einen Schlag abbekommen bei dem Duell. Eine Freistoßchance. Bei diesem Spitzenwinkel wird es schwer, den direkt zu verwandeln. Nach draußen gespielt. Lichtsteiner. Yanga Biwa. Und der kommt durch. Puh, da wird er abgeräumt. Er schießt. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Ein Schuss hat dieses Spiel entschieden. Besonders der Torhüter wird dieses Gegentor so schnell nicht mehr vergessen. Schau dir die Gesichter der Fans an, die sind bedient. Eine Niederlage im eigenen Stadion. Knapp zwar, aber verloren ist verloren. Damit endet